aus der Genusszone. Wir machen heute weiter mit unserer Omelettwoche. Und zwar gibt es heute ein Zwiebelomelett. Und dafür habe ich hier folgende Sachen. 3 bis 4 Scheiben rohen Schinken, Eier, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Frühlingslauch und ein bisschen Paprikapulver. Als erstes kümmern wir uns um den Schinken. Der bleibt nämlich vorerst so, wie er ist. Damit ist das fertig. Und dann machen wir weiter mit der Zwiebel. Die Zwiebel schneiden wir in Riemen. Dann schneiden wir unseren Frühlingslauch. Jetzt haben wir hier eine heiße Pfanne. Da geben wir ein bisschen Öl hinein. Und unsere Zwiebeln. Die braten wir jetzt an, bis die ein bisschen Farbe nehmen. Während die Zwiebeln braten, geben wir unsere Eier in eine Schüssel. Und dann werden wir die, wie wir das schon von Emnold her kennen, einfach so miteinander verschlagen. So, die Zwiebeln fangen jetzt langsam an Farbe zu nehmen. Jetzt gebe ich unseren Frühlingslauf dazu. Und würze das Ganze mit ein bisschen Salz. Pfeffer. Und Paprikapulver. So, jetzt lassen wir das noch mal kurz weiterbraten. So, wenn die Zwiebeln dann richtig schön geschmort sind, nehmen wir die erstmal aus der Pfanne. Und dann müssen wir die Pfanne einmal runterkühlen lassen. So, wenn die Pfanne dann runtergekühlt ist, geben wir da wieder ein bisschen Butter hinein. Die lassen wir schmelzen. Und wenn die dann anfängt zu spatzeln, geben wir unser Ei da hinein. So, jetzt lassen wir das, wie wir das schon kennen, bei wenig Hitze langsam stocken. Und würzen das von vornherein schon mal mit Salz und ein bisschen Pfeffer. So, wenn das dann komplett ausgestockt ist, oder fast komplett ausgestockt ist, dann geben wir unseren Schinken da drauf. So. Und unsere Zwiebeln auf eine Hälfte. Dann wird das Ganze einmal umgeschlagen. Dann geben wir den jetzt einmal von der Seite Hitze. Und dann einmal schwungvoll drehen. Und von der anderen Seite noch mal ein bisschen Temperatur geben. So, jetzt geben wir das Ganze auf den Teller. Und jetzt richten wir das noch schön her. Und dann heißt es, guten Appetit!